auch in Predigten verwendet worden ist, dass wir hier diese Geschichte des Micha uns ansehen, also diese Prophezeiung des Micha. Ja? Und eine der bekanntesten Prophezeiungen, die sich 30 Jahre vor dem Auftreten des Johannes des Täufers und 30 Jahre vor dem Auftreten Jesu abgespielt haben. Ja? Und da heißt es hier: Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Eine deutliche Prophezeiung, von der wir wissen, dass sie sich, so wie sie hier steht, buchstäblich in Bethlehem abgespielt haben. Jesus ist dort geboren, das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Er kam in dieser kleinen Stadt Bethlehem Ephrata, das heißt, das war diese Stadt Davids, in der David geboren wurde und in der er damals von Salomo als von Samuel als König gesalbt worden ist. Da war ja David als Hirte dort in der Gegend um Bethlehem. Und später dann, wo Jesus geboren wird, haben wir dort wieder Hirten auf den Feldern von Bethlehem. Möglicherweise haben diese Hirten auf denselben Weiden geweidet, wie David seine Schafe 800 Jahre vorher es gemacht haben würde. Ja. Das heißt, bevor auch Johannes der Täufer aufgetreten ist und diesen Messias, der hier geboren wurde, 30 Jahre vorher den Weg bereitet hat, kam es hier zu dieser Geburtsgeschichte in Bethlehem, wo der kommen sollte, der von Ewigkeit her existiert hat. Also nicht irgendjemand, sondern hier ist schon der früher schon im Himmel existiert hat, angekündigt. Und dann wird, wenn wir aber diesen den Textzusammenhang lesen, dann stellt sich natürlich die Frage, hat sich alles, was hier in diesem Kapitel 5 von der Geburt Jesu hier weg geschildert wird, in diesem Text wirklich so erfüllt, wie es der Zusammenhang auch dieses Abschnittes hier, wenn wir ihn in seiner Gänze lesen, erfüllt hat. Im Vers 2 lesen wir weiter: Indes lässt er sie plagen. Das heißt, hier geht es darum, in der Zwischenzeit bis dorthin, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Messias, wo dieser Herr in Bethlehem geboren werden sollte, indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da ist von einer Zeit die Rede, diese Wartezeit bis zum der Geburt des Messias hin. Da lässt er sie plagen. Da muss man die Frage stellen, wer ist er hier? Und aus dem Zusammenhang kann niemand anderer damit gemeint sein als Jesus selbst, als Gott, ja? Der hier sein Volk plagen lässt. Sie, damit ist das jüdische Volk gemeint, wenn man hier das Kapitel 4 lesen würde, auch im Voraus, das gehört ja eigentlich auch im Zusammenhang gelesen. Ihr könnt das für euch tun, da werdet ihr merken, dass eine Geschichte der Plage, die Israeliten in der seit der babylonischen Gefangenschaft, der assyrischen Gefangenschaft und eigentlich bis zur Geburt Jesu tatsächlich erlebt haben. Offensichtlich war das eine Zeit der Plage, eine Zeit der nicht der schönen Erwartung. Und wir wissen aber auch, warum das Volk in Plage gekommen ist. Das war nicht deshalb, weil das so sein musste, weil Gott unbedingt sie plagen wollte, damit sie sich richtig sehnen nach Befreiung durch den Messias, sondern weil sie eben ungläubig waren, weil sie immer wieder von Gott abgefallen sind. Kam auch diese Lage, die über Jahrhunderte gedauert hat und diese Unterdrückung über sie. Und dann heißt es hier: Wenn aber dieser Herr in Bethlehem geboren wird, da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Kindern Israels. Hier ist offensichtlich von einem Rest der Brüder die Rede, die in der Zerstreuung da noch sein würden bis zum Erscheinen des Messias und dann zurückkommen würden. Das sollte sich eigentlich dann zu der Zeit, wo Jesus geboren wurde und wo er dann aufgetreten ist, sollte sich das eigentlich erfüllt haben.
Wenn wir aber in die Geschichte hineinschauen, müssen wir uns fragen, wer ist denn von den zerstreuten Juden, die da durch Jahrhunderte hindurch seit der babylonischen und assyrischen Gefangenschaft verstreut waren und nicht mehr zurückgegangen sind nach Israel und nach Jerusalem, um Jerusalem wieder aufzubauen damals, wer ist denn von all diesen Juden wirklich zurückgekehrt? Da waren ja Tausende und Hunderttausende wahrscheinlich noch Juden, die in der ganzen Zerstreuung waren. Wir haben einen Hinweis dafür, wie viele Juden noch im Ausland unterwegs waren, in allen Ländern zerstreut, als der Tag zu Pfingsten nach der Auferstehung Jesu kam und wo viele Juden aus aller Herden Länder mit allen möglichen Sprachen nach Jerusalem kamen. Das waren Juden, die nicht einmal mehr die hebräische Sprache gesprochen haben. Deshalb musste Gott dort ein Sprachenwunder tun. Aber es waren Juden, die zu diesem jüdischen Volk gehörten, aber über Jahrhunderte in diesen Ländern zerstreut waren. Und hier war angekündigt, wenn dieser Herr in Bethlehem geboren wird, dass dann dieser Rest der Brüder zurückkommen würde. Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, müssen wir fragen, gibt es eigentlich keinen Hinweis, dass das wirklich der Fall war. Da haben wir wieder einen interessanten Plan, den Gott mit Israel hatte, ja, im Zusammenhang mit der Geburt des Messias. Dann, wenn der auftreten wird, im Vers 3, ja, lesen wir hier weiter, er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird Friede sein, wenn Assur in unser Land einfällt und in unsere festen Häuser einbricht, so werden wir 7 Hirten und 8 Fürsten dagegen aufstellen, die das Land Assur verderben mit dem Schwert und das Land Nimrods mit ihren bloßen Waffen. So wird er uns von Assur erretten, wenn es in unser Land fallen und in unsere Grenzen einbrechen wird. Ich frage mich bei diesem Text, wenn ich ihn hier so lese, wie die Juden damals zur Zeit Jesu wohl mit solchen Texten umgegangen sind. Und wie sie natürlich auch heute damit umgehen, wenn wir als Christen sagen, dieser Vers 1 in Micha 5, Vers 1 hat sich in Jesus erfüllt. Und ich habe ja da und dort in früheren Themen, die ich zu diesem Thema gehalten habe, schon darauf hingewiesen, dass ich da tatsächlich einmal einen jüdischen Rabbi diese Frage gestellt habe, warum sie denn nicht glauben können, dass Jesus der Messias ist. Wenn das hier so ganz deutliche Prophezeiungen sind, Jesus ist doch in Bethlehem geboren worden und so weiter, nicht? Und es ist doch eine ganz deutliche Erfüllung der Prophezeiung gewesen. Und wo mir dann dieser jüdische Rabbi dann gesagt hat, wissen Sie, wenn Sie meinen, dass sich das hier am Messias erfüllt hat, dann lesen Sie doch die Texte weiter und dann sagen Sie mir das, ob das irgendwas mit Jesus zu tun hat. Und wenn wir ehrlich sind und wenn wir wirklich den Text genau lesen, dann steht hier nicht, dass hier der Messias kommen wird und dieser Herr in Bethlehem, wenn er auftreten wird, dass er das Volk von den Römern befreien wird, wie das allgemein immer wie gesagt wird, dass die Juden erwartet haben, dass ihr Messias sie vom Joch der Römer befreit. Achtet, die Römer kommen im Alten Testament namentlich überhaupt nicht vor. Ja, das ist sehr bemerkenswert. Aber hier haben wir ein Volk, das namentlich vorkommt, das damals zur Zeit des Jesaja tatsächlich existiert hat. Und das waren die Assyrer. Das Assyrische Reich, als Micha diese Prophezeiung gesagt hat oder ausgesprochen hat und niedergeschrieben hat dann, Micha war ebenfalls ein Zeitgenosse von Jesaja und hat in der Zeit der Assyrer gelebt und offensichtlich noch vor der Gefangenschaft, der assyrischen Gefangenschaft. Und jetzt steht hier, dass offensichtlich der Zusammenhang in diesem Sinne, dass Gott vorhatte, das Volk von den Assyrern zu befreien oder zu bewahren. Ja? Wenn hier steht, im Vers 4 lesen wir das noch einmal, er wird der Friede sein, wenn Assur in unser Land fällt und in unsere festen Häuser einbricht, so werden wir 7 Hirten und 8 Fürsten dagegen aufstellen, die das Land Assur verderben mit dem Schwert und das Land Nimrods mit den bloßen Waffen.
So wird er uns von Assur retten, wenn es in unser Land fallen und in unsere Grenzen einbrechen wird. Das ist eine Prophezeiung, wo wir genauso wieder sagen müssen, die hat sich eigentlich so nicht erfüllt. Und schon gar nicht im Zusammenhang mit der Geburt dieses Herrn in Bethlehem. Denn der Zusammenhang hier hat, wie wir das sehen, hat hier nichts mit der Zeit Rom zu tun. Die Frage stellt sich, wie ist dann diese Prophezeiung wirklich zu verstehen? Könnte es sein, dass hier Micha eine Prophezeiung über das Kommen dieses Messias ankündigt, die sich schon viel früher hätte erfüllen sollen, schon in der Zeit vielleicht sogar in der Zeit dieses Propheten, denn das war damals die assyrische Zeit. Und wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dann werden wir entdecken, dass die Zeit der Assyrer zu Ende ging, als Babylon ans Ruder kam. Und Babylon kam etwa um 600, 606, nicht? Ist zum Beispiel Babylon schon bis nach Jerusalem gekommen. Zu diesem Zeitpunkt mussten die Babylonier natürlich im Norden das Assyrische Reich schon eingenommen haben, und das ist auch ge geschehen. Das heißt, das Assyrische Reich hat um 600 nach Christus, als Daniel zum Beispiel dann seine Prophezeiungen gesprochen hat und Jeremia seine Prophezeiungen gesprochen hat, waren die Assyrer eigentlich keine Gefahr mehr für Israel. Es wird auch nirgends mehr berichtet, dass zu dieser Zeit noch Assyrien in das Land eingefallen ist. Wohl aber zur Zeit Jesaja und zur Zeit des Micha. Da kam Assyrien, ist eingefallen, aber wir wissen von keinem Hinweis, dass Israel letztendlich von Assyrien befreit worden ist und dass sie dann letztendlich das Land Assur erobert haben und dass sie das Land Assur, wie es hier heißt, mit dem Schwert verderben würden, nicht? Dem Vers 5, das Land Assur verderben mit dem Schwert, das Land Nimrods. Das heißt, das ist das Land, Nimrod war eigentlich in dem Land, er war auch nicht nur der Bauer von Ninive, sondern Nimrod war auch der Bauer von Assur, also von Ninive, ja, und von Babylon. Waren diese zwei Städte, die er gebaut hat. Das kann man in 1. Mose Kapitel 10 nachlesen, die sieben oder acht Städte, die Nimrod gebaut hat. Und darunter gehörte eben Babylon und dann eben auch Ninive, die Hauptstadt von Assur. Also ein Zusammenhang, der sehr bemerkenswert ist und der nur den Schluss angibt, dass hier tatsächlich der Herr erscheinen sollte und er sollte Frieden nach Israel bringen, Frieden über die ganze Welt ausbreiten. Und wenn wir dann 700 Jahre warten, dann werden wir merken, in dieser Zeit sind manche andere Reiche entstanden. Assyrien, dann Babylon, dann Medo-Persien, dann Griechenland. Und auch Griechenland wird erwähnt, und da möchte ich euch aufmerksam machen, in Sacharja Kapitel 9 haben wir diese andere Prophezeiung, in Sacharja Kapitel 9, wo der Prophet ankündigt, dass sein König kommt und der Jauchzen, ja, nach Jerusalem einzieht. Sacharja 9, Vers 9, du Tochter Zion, freue dich sehr. Du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einen Esel, auf einem Füllen einer Eselin. Und den Text haben wir schon des Öfteren angesehen, den bringen wir auch sofort mit Jesus in Verbindung, aber der Zusammenhang zeigt ja, dass hier eigentlich auch dieser König schon viel früher erscheinen sollte als zur Zeit Roms. Denn wenn wir dann unten weiterlesen, da ist die Rede davon im Vers 13, denn ich habe mir Juda zum Bogen gespannt und Ephraim darauf gelegt und will deine Söhne Zion aufbieten gegen deine Söhne Griechenland und will dich zum Schwert eines Riesen machen. Achtet darauf, hier ist von Griechenland die Rede, gegen das Israel siegreich sein sollte. Vorher Assur, also Assyrien, war ja etwa 300 Jahre vor Griechenland das Land, das eine Bedrohung für diese Gegend damals war. Und hier, der Sacharja lebte nach der babylonischen Gefangenschaft, da sind wir schon im Reich Babylons. Und da sollte jetzt Griechenland, das Israel von Griechenland bewahrt bleiben.
lauter Prophezeiungen, wo wir sagen müssen, sie haben sich eigentlich alle so nicht erfüllt in dieser Zeit, wie sie eigentlich vorgesehen war. Und wir könnten hier eine Prophezeiung nach der anderen aus dem alttestamentlichen Zusammenhang lesen und näher uns anschauen. Und wir werden überall den Hinweis finden, dass Gott offensichtlich es nicht vorhatte, dass er sein Volk so lange, Jahrhunderte noch vor der babylonischen Gefangenschaft und dann noch Jahrhunderte nach der babylonischen Gefangenschaft warten ließ, bis letztendlich der kam, der in Bethlehem geboren wurde und der dessen Ausgang und Anfang von Ewigkeit her war. All das sollte sich also schon viel früher erfüllen und natürlich auch, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, eigentlich in Königen, die aus dem Stamme Davids hervorgehen sollten. Aber letztendlich kam es so, gehen wir jetzt von der tatsächlichen Geschichte aus. Jesus wurde dann letztendlich in Bethlehem geboren und ist dann unter Zeichen und Wundern eigentlich dort in Bethlehem geboren. Wenn wir jetzt ins Neue Testament hineinschauen, dann war es ja so, dass einige Wochen oder vielleicht sogar Monate nach der Geburt in Bethlehem, die letztendlich stattgefunden hat, so wie sie vorausgesagt war in diesem Dorf, da kamen die Weisen, nicht? Und wir haben ja gestern dieses Fest der drei Weisen aus dem Morgenland gehabt. Und ich habe mir die Frage gestellt, auch bei diesem Besuch der Weisen oder in der Geschichte der Weisen, was Gott eigentlich mit diesen Weisen aus dem Morgenland im Sinne der Vorbereitung auf den Messias innerhalb des Volkes Israels erreichen wollte. Oder welche tiefere Bedeutung diese Geschichte der Weisen in dieser Vorbereitungszeit hatten, bevor dann der Messias letztendlich auftritt. 30 Jahre danach ist er erst aufgetreten. Also wir beachten hier etwas, zunächst einmal die Geschichte, die sich etwa 30 Jahre vor dem Auftreten des Messias, aber auch vor dem Auftreten des Johannes des Täufers abgespielt hat. Da kamen diese Weisen aus dem Morgenland. Ja, und da gibt es ja auch so verschiedene Geschichten, die die Tradition hervorgebracht hat, wo man sich fragen muss, was ist hier noch wahre Geschichte und was ist hier reine Tradition, was ist in der biblischen Geschichte hinzugefügt worden, was mit der eigentlichen Geschichte nichts mehr zu tun hat. Und einige, die mich schon über dieses Thema predigen haben, hören oder irgendwo in Vorträgen gehört haben, die werden wissen, dass ich hier ein ganzes Konzept geschrieben habe über die Weisen von Morgenland, was da alles nicht mehr zusammenstimmt heute in der traditionellen Geschichte mit dem, was hier sich tatsächlich abgespielt hat. Das erste ist diese Frage, dieses Wunder um den Stern. Tatsächlich, und wir können es drehen, wie wir wollen, geschah offensichtlich hier für diese Weisen, die da im Morgenland irgendwo waren, ein außergewöhnliches Wunder. Denn als sie nach Jerusalem kamen, haben sie dort, wenn wir in Matthäus Kapitel 2 lesen, da steht im Vers 1, von Vers 1 weg, da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Sie haben ja nicht gefragt, wo ist der Sohn Gottes, der hier geboren wird? Wo ist der Messias, der hier geboren wird? Sondern sie haben einfach gefragt, wo ist der neugeborene König der Juden? Offensichtlich wussten sie etwas davon, dass in Jerusalem, dass den Juda ein besonderer König geboren werden wird, den sie nicht Messias oder Gesalbten genannt haben, sondern einfach so, wie er auch im Alten Testament an verschiedenen Stellen, die wir das letzte Mal gelesen haben, angekündigt war. Ein König aus dem Hause David, nicht? Der dann in Jerusalem einzieht, auch auf dem Rücken eines Esels und so weiter. Das sind alles Texte, die zunächst einmal mit diesem König in Verbindung gebracht werden können. Und dann sagen sie noch etwas dazu, wir haben seinen Stern gesehen.
Also das ist nicht irgendeine Stern, sondern eine Stern, der auf diesen König, auf diese Geburt des Königs von Israel aufmerksam macht. Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Und ich habe immer wieder, wenn ich über diese Geschichte rede, darauf hingewiesen, dass wenn man diesen Text hier genau liest, aufmerksam liest, dann bekommt man nicht den Eindruck, dass diese Weisen diesen Stern aus dem Morgenland, vom Morgenland weg gefolgt sind, sondern sie selbst sagen, sie haben diesen Stern im Morgenland gesehen und sind dann gekommen, um ihn anzubeten. Und da steht nirgends, dass sie diesem Stern gefolgt sind. Ja? Dass sie aber ein Stück Weges diesem Stern tatsächlich gefolgt sind, hat eine andere Geschichte. Und wenn wir diese Geschichte dann weiterlesen, dann werden wir merken, von wo weg sie dem Stern wirklich erst gefolgt sind. Denn da heißt es da, dass der König Herodes hörte im Vers 3, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Also als diese Weisen dort mit dieser ganzen Kohorte, das waren sicher nicht nur drei, das war sicher eine ganze Kohorte von Leuten, die da mitgereist waren, wahrscheinlich mit Kamelen und Eseln und mit Dienerschaft und so weiter, werden sie da angekommen sein. Da ließ der Herodes, als er gemerkt hat, dass die da einen neugeborenen König suchen, ließ er versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschte von ihnen, wo der Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten. Und du Bethlehem im jüdischen Lande, da zitieren sie ihm also diese Micha-Stelle, die du mitnichten die kleinste unter den Städten Juda bist, also du bist nicht die kleinste unter diesen Städten, denn aus dir soll mir kommen der Herzog oder der Herr, nicht, wie es im Alten Testament steht, der über mein Volk Israel Herr sei. Was macht der Herodes jetzt? Er berief die Weisen heimlich und erkundete mit Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Also er wollte von ihnen wissen, wann sie den Stern gesehen haben, wann der irgendwo erschienen wäre. Wenn die Weisen dem Stern gefolgt wären und der Stern da über ihnen, da vielleicht da über Jerusalem drüber gezogen wäre, bis nach Bethlehem, müsste man sich fragen, warum sind dann die Weisen überhaupt stehen geblieben in Jerusalem, wenn sie dem Stern nachgegangen sind und der Stern sie von ihrem Morgenland bis nach Bethlehem geführt hat, dann hätten sie ja eigentlich in Jerusalem nicht stehen bleiben brauchen, sondern einfach diesem Stern weiter folgen können. Aber das haben sie nicht gemacht. Offensichtlich war da kein Stern, deshalb haben sie in Jerusalem nachgefragt. Ja? Und dann heißt es hier im Vers 8, als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten. Also wenn ich hier die Bibel als die Grundquelle unserer Offenbarung sehen, wenn wir hier nur die Bibel sprechen lassen und nicht die Tradition, wie sie uns in den Kindergeschichten dargestellt wird, dann käme man nie auf den Gedanken, dass dieser Stern die Weisen schon seit dem Morgenland geführt hat. Das heißt, wochenlang wäre hier der Stern vor ihnen irgendwo hergegangen, und den sie da gefolgt werden. Nein, wenn man den Text richtig liest, dann heißt es hier, als sie den Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, wenn der Stern sie begleitet hätten, dann hätten sie gesagt, den Stern, den sie gefolgt waren und der da kurz vor Jerusalem vielleicht dann irgendwo verschwunden ist, und dann plötzlich wieder da war, dann würden sie das so beschreiben. Aber ihr merkt, es wird hier so beschrieben, siehe der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über, wo das Kindlein war. Und da sie den Stern sahen, das heißt, sie haben ihn offensichtlich in der ganzen Zeit jetzt nicht mehr gesehen, und da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut, das heißt eine besondere Freude, weil plötzlich dieser Stern wieder da war, den sie im Morgenland sahen. Und da waren sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihnen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Eine bekannte Geschichte. Also sehr bemerkenswert, dieser Hinweis, dass wir dieses Wunder des Sterns
hier etwas betrachten können. Das war ein wirkliches Wunder. Und wenn es so war, dass dieser Stern dort im Morgenland einfach irgendwo am Himmel erschienen ist, dann muss man sich fragen, wie haben dann die Weisen gewusst, dass dieser Stern die Geburt des neuen Königs in Juda bedeutet? Das stand ja nicht irgendwo auf dem Stern dort oben, sondern das musste ja irgendwo dann für sie eine andere Informationsquelle gegeben haben. Und ich möchte euch hier in diesem Zusammenhang auf die Darstellung aufmerksam machen, die wir in dem Buch Das Leben Jesu haben von Ellen White. Und da gibt es einige Erklärungen, die sie diesbezüglich macht. Und da sagt sie zum Beispiel hier über diesen Stern auf der Seite 44 im Buch Leben Jesu, wo es heißt, in jener Nacht, da die Herrlichkeit Gottes die Höhen von Bethlehem überflutete. Achtet, hier ist von einem anderen Wunder die Rede, über das wir meistens so drüber hinweglesen, das in Bethlehem passiert ist. Als Jesus dort in Bethlehem geboren wurde und die Schafe geweidet haben, da heißt es hier in jener Nacht, da hat die Herrlichkeit Gottes die Höhen von Bethlehem überflutet. Das sahen, und als dort die Hirten von diesem Licht umgeben waren, sahen die Weisen im Morgenland an diesem Abend, in dieser Nacht, ja, sahen die Weisen ein geheimnisvolles Licht am Himmel. Das heißt, nicht nur den Hirten ist da ein Licht erschienen, durch den Engel, der da ihnen erschienen ist. Wir werden das dann im Text lesen, in Lukas schauen wir es das an. Sondern dieses Licht offensichtlich, das da durch die Engel, die da vom Himmel gekommen sind, und in Bethlehem da die Fluren beleuchtet haben, und überflutet haben, wie Ellen White hier sagt, ja, das war auch ein Licht, das offensichtlich die Weisen dort im Morgenland irgendwo sahen, als es noch ganz so hoch oben am Himmel stand. Da sahen die Weisen ein geheimnisvolles Licht am Himmel. Als es verblasste, erschien ein leuchtender Stern und blieb am Himmelsgewölbe stehen. Ja, also zunächst einmal sehen Sie da ein besonderes Licht, das da auftaucht am Himmel. Und der wird zuerst sehr hell und dann verblasst er etwas, so wie sie das hier beschreibt, und dann bleibt er dort stehen. Es war weder ein Fixstern noch ein Planet. Deshalb erweckte diese Erscheinung die größte Aufmerksamkeit. Davon, dass jener Stern eine weit entfernte Gruppe strahlender Engel war, konnten die Weisen natürlich nichts wissen. Doch sie gewannen den Eindruck, dass dieser Stern von besonderer Wichtigkeit für sie sei. Sie fragten daraufhin Priester und Philosophen und forschten auch selbst die alten Schriften. Dabei fanden sie die Weissagung Bileams. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen, das ist eine Weissagung in 4. Mose 23, die wir dort finden, wo von diesem Stern die Rede ist, der aufgehen wird. Aber der Zusammenhang dort lässt es nicht unbedingt gleich schlussfolgern, dass das ein buchstäblicher Stern sein wird, sondern dass das ein Bild ist für einen König, der dort aufkommen wird. Ja? Ein Stern, der aufkommen wird und von dem wir gesagt wird, der wird die Schläfen der Moabiter und den Scheitel der Söhne Seths zerschlagen. Also da muss man auch fragen, hat das Jesus gemacht? Jesus ist nicht aufgetreten als ein König, der da mit einem Schwert reingehaut hat. Also müssen wir auch diese Prophezeiung des Bileam hier relativieren und fragen, wie ist das zu verstehen? War das jetzt wirklich eine Prophezeiung, die sich in Jesus buchstäblich erfüllt hat? Auch hier werden wir merken, dass eher von einem buchstäblichen König noch die Rede, durch den Gott hier Israel Sieg über die Feinde schenken wollte. Ja, und das hat sich ja zum Teil auch in Jakob damals schon erfüllt, in David erfüllt. Aber jetzt muss man sich fragen, ja, woher haben die Weisen jetzt tatsächlich gewusst? Diese Prophezeiung allein kann es auch nicht gewesen sein. Und Ellen White schreibt uns hier, konnte nicht dieser fremdartige Stern als Vorbote des verheißenen gesandt sein? Sie, die das Licht der Wahrheit vom Himmel schon freudig begrüßt hatten,
also die er auf diesen Stern geachtet hat und auf dieses Zeichen, das da am Himmel geschehen ist, ja, erhielten es nun in noch größerem Maße und wurden durch Träume angewiesen, den neugeborenen Fürsten zu suchen. Das heißt, ich kann mir das auch nicht anders erklären, als dass Gott hier diesen Weisen, die irgendwo bereit waren, auf diese Zeichen zu achten und auch in den Schriften zu studieren, und zu dem Zeitpunkt, wo diese Weisen dort in diesen Ländern waren, wissen wir, da waren ja die jüdischen Schriften in diesen Gebieten sehr wohl verstreut, ja, und die konnten, waren ja zugänglich. Und trotzdem ist es wahrscheinlich nicht möglich, dass die Weisen allein durch diesen Stern und durch die Prophezeiungen, die sie da studiert haben, allein draufkommen konnten, dass das die Geburt des Königs in Juda ist. Also ich glaube hier ganz sicher auch eine größere Offenbarung, dass Gott hier diesen Weisen durch einen Traum oder durch Vision einen Hinweis gegeben hat, dass dieser Stern ein Zeichen ist, dass der Messias in Bethlehem geboren, also in Israel geboren wurde, dieser König, dieser neugeborene König, was immer sie darunter dann auch verstanden haben. Und deshalb, nachdem sie diese Information dort schon hatten, war es eigentlich gar nicht notwendig, dass sie jetzt noch einem Stern folgen mussten. Ja? Und es ist auch sehr bemerkenswert, die meisten von euch, die jetzt auch Ellen White kennen und auch das Buch Leben Jesu kennen, die werden natürlich wissen, dass auch Ellen White hier davon gesprochen hat, dass die Weisen hier einem Stern gefolgt sind von Morgenland. Und ich habe das auch immer so gesehen und auch immer so geglaubt. Hier steht das im Vers 45, ja, also nicht in dem Buch Leben Jesu, auf der Seite 45. Da steht, als sie endlich das Land Israel erreichten und Jerusalem vor ihrem Blick in den Ölberg hinabstiegen, da verweilten sie, da muss ich vorher noch vielleicht einen anderen Text lesen, auf der Seite 44, ja. Wer das Leben Jesu zufällig bei euch habt, der könnt ihr das mitlesen. Da sagt Ellen White zunächst doch auch, ja, wie es allgemein in der Tradition üblich war, dass hier die Weisen dem Stern gefolgt sind von ihrer Heimat weg. Und da heißt es sogar, sie sagt hier, um den Stern im Auge behalten zu können, mussten die Weisen des Nachts reisen. Ja, weil normalerweise einen Stern sieht man ja bei Tag nicht, da muss man in der Nacht gehen. Und ja, aus dem haben natürlich viele Leute die Frage gestellt, ja, was war das für ein Stern? Ein Komet kann es nicht gewesen sein, denn ein Komet ist so hoch am Himmel, dass man dem ja nicht folgen kann, nicht? Da soll man irgendwo einmal versuchen, einem Kometen zu folgen, das wäre nicht möglich. Aber immerhin, Ellen White hat auch hier diesen Gedanken hier drinnen, dass sie dem Stern gefolgt sind, ja. Dann heißt es, die Zeit verkürzten sie sich mit einem Gedankenaustausch über die mündlichen und schriftlichen Aussprüche der alten Propheten bezüglich des einen, den sie suchten. Während jeder Ruhepause durchforschten sie die Prophezeiungen. Also offensichtlich, und das ist durchaus möglich, dass sie Schriften mit sich gehabt haben und dass sie da auf dem Weg auch weiter geforscht haben und mehr über diesen neugeborenen König der Juden erfahren wollten. Ja? Und darüber verstärkte sich in ihnen immer mehr die Überzeugung, dass sie von oben geleitet wurden. So gesellte sich zu dem Stern als äußerem Zeichen von innen das Zeugnis des Heiligen Geistes, der ihre Herzen beeinflusste und ihre Hoffnung belebte. Dadurch wurde die lange Reise für sie zu einem frohen Erlebnis, dass sie den mühsamen, langwierigen Weg vergessen ließ. Und dann heißt es, als sie endlich in das Land Israel erreichten und Jerusalem von ihren Blicken den Ölberg hinabstiegen, da verweilte der Stern, der auf dem beschwerlichen Weg vor ihnen hergezogen war, über dem Tempel, um nach einiger Zeit ihren Blicken zu entschwinden. Das ist ein interessanter Hinweis, und den habe ich auch früher immer so genommen und wörtlich gesehen, wie das hier steht, dass die Weisen diesem Stern gefolgt sind bis nach Jerusalem. Und hier nach dieser Aussage in Jerusalem, das haben wir auch aus der Bibel jetzt erkannt, war der Stern auf alle Fälle weg. Und Ellen White sagt hier, dass dieser Stern einige Zeit noch über dem Tempel in Jerusalem stand und dann verschwunden ist. Und dann heißt es hier, eilenden Schrittes gingen sie nun vorwärts in der zuversichtlichen Erwartung, dass die Kunde von der Geburt des Messias überall Begeisterung ausgelöst hatte. Aber alle ihre Nachforschungen blieben ohne Erfolg. Wir wissen,
Da in Jerusalem hat da niemand gewusst von einem neugeborenen König. Ja. Deshalb haben sie jetzt sich da eben erkundigt und dann diese Geschichte mit Herodes, wo die Schriftgelehrten dann ihn aufmerksam gemacht haben, in Jerusalem, in Bethlehem soll er geboren werden. So ist die Verheißung des Micha. Jetzt, nach dem, was ich aber vorhin gesagt habe, werdet ihr natürlich sagen können, aber wie kannst du sagen, dass die Weisen dem Stern nicht gefolgt sind, wenn hier doch durch ihn weiter so beschrieben ist, dass es tatsächlich so war. Ja? Als ich mich vor Jahren mit diesem Thema beschäftigt habe und ich aus der Bibel diese Texte gelesen habe und ich aus der Bibel nicht nachvollziehen konnte, dass die Weisen diesem Stern tatsächlich gefolgt waren, kam ich zu der Überlegung, ob Ellen White hier gerade in dieser Schilderung, wo es um diesen Stern geht, hier, ob sie das in einer Vision gesehen hat oder ob sie das hier aus traditionellen Überlieferungen übernommen hat. Und ich war dann etwas verunsichert darüber, weil ich ja immer gedacht habe, na Ellen White, wenn sie das niedergeschrieben hat, ja, dann ist das ja von Gott direkt inspiriert und dann kann sie ja nicht etwas schreiben, was der Bibel widerspricht. Ja. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn das aber doch nicht so ganz biblisch ist, mit dem biblischen Zusammenhang in Übereinstimmung zu bringen ist, dann könnte sein, dass da irgendwo in ihren Beschreibungen, wo sie diese Geschichte vielleicht dann auch an anderen Stellen schreibt, irgendwo ein Widerspruch auftauchen könnte, der ein Hinweis darauf sein könnte, dass vielleicht da doch etwas nicht so ganz im biblischen Zusammenhang zu bringen ist. Und ich habe dann angefangen auch darauf zu achten, auf andere Texte, die ich dann gelesen habe und habe dann dieses Buch, der Bibelkommentar, den sicher einige von euch haben werden, in die Hand bekommen. Das war damals, als dieser Kommentar dann ziemlich neu herausgekommen ist. Und dann habe ich hier versucht, einmal auch unter anderem diese Geschichte von Bethlehem zu lesen. Und bin dann gleich auf der Seite 245 im Kommentar über das Matthäus-Evangelium auf eine interessante Unstimmigkeit gekommen, auf die ich hier aufmerksam machen kann, ja, oder muss eigentlich jetzt, nachdem ich dieses Thema so behandle. Und da sagt Ellen White in Spiritual Gift, das ist eines der ersten Bücher, das sie geschrieben hat, ja, auf Seite 26 ein Zitat aus diesem Buch. Und da sagt sie, der Herr bewegte die Herzen der Weisen, in der Suche nach Jesus aufzubrechen und führte sie auf ihrem Wege mit einem Stern. Also da wieder dieser Gedanke, Gott hat sie mit einem Stern geführt. Aber dann kommt hier ein Satz, der mich da etwas verunsichert hat, wo sie dann sagt, dieser Stern, der sie verließ, als sie in die Nähe Jerusalems kamen, brachte sie dazu, in Juda nachzuforschen, denn sie dachten, es sei unmöglich, dass die hohen Priester und Schriftgelehrten nichts von diesem großen Ereignis wüssten. Das ist eine bemerkenswerte Unstimmigkeit, auf die ich da gemacht worden bin oder aufmerksam worden bin, dass hier im Leben Jesu die Beschreibung steht, dass der Stern einige Zeit über den Tempel von Jerusalem stand. Und hier heißt es, als sie in die Nähe Jerusalem kam, war der Stern schon verschwunden. Und dann haben sie sogar in Juda, also noch im Lande draußen, irgendwo sich zu erkundigen begonnen, bevor sie vielleicht zwar nach Jerusalem gekommen sind. Also ist ein Hinweis, als ich damals in Amerika war, habe ich diese Geschichte auch in anderen Büchern versucht zu lesen, aus denen auch Ellen White damals gelesen hat und die Leben Jesu-Geschichten, die sie auch in ihrer Bibliothek von anderen Autoren gehabt hat. Und das ist ja heute auch bekannt, dass Ellen White hier auch manches übernommen hat, was in anderen Büchern zu finden war. Und da habe ich auch so ähnliche Geschichten gelesen. Der eine das so geschrieben hat mit dem Stern und der andere das so mit dem Stern geschrieben hat. So dass man hier durchaus annehmen kann, dass auch Ellen White hier vielleicht gerade in diesem Detail etwas übernommen hat, was so in der Traditionsgeschichte allgemein so drinnen ist. Spielt keine große Rolle. Aber mir geht es einfach hier, dass ich sage, ich möchte alles, was ich lese, doch aus der Bibel nach
gewiesen haben. Ja. Und für die Geschichte selber ist es interessant, dass wenn wir das nach dem Matthäusevangelium lesen, dann geschah hier ein Wunder in Morgenland, das da passiert ist. Und ich habe mir auch gedacht, wenn die Weisen wochenlang vom Morgenland einem Stern gefolgt sind, der so irgendwo, der kann nicht sehr hoch über ihnen gewesen sein, sondern in einer gewissen Entfernung, so dass sie dem Stern wirklich folgen konnten, dann würden das ja nie die Weisen alleine gewesen sein, die dann so einen Stern wandern sehen haben, sondern dann müssten ja das auch viele andere gesehen haben. Das stelle ich mir auch vor, wenn der Stern von Jerusalem nach Bethlehem gewandert ist, und das ist offensichtlich hier der Fall. Also das ist hier eindeutig aus der Bibel herauszulesen, dass dieser Stern von Jerusalem weg bis nach Bethlehem, und das sind etwa 15 Kilometer, habe ich mir sagen lassen, ja, 15 oder 20 Kilometer, das ist also nicht sehr weit, wo sie diesen Weg hinterlegt haben. Und da blieb dann der Stern auf diesem Hause stehen. Und jetzt muss man sich auch fragen, wie hoch über diesem Haus konnte der Stern gestanden sein, dass die Weisen genau wussten, in welches Haus sie gehen sollten. Wenn das tausende Meter über dem Haus stehen würde, ein Stern, dann könnte man nie wissen, über welchen Haus er in einer ganzen Stadt irgendwo steht oder in einem Dorf oder in einer Stadt wie Bethlehem. Das wäre eigentlich nicht nachvollziehbar. Das heißt, hier kann es hier sich nur nicht um einen buchstäblichen Stern oder einen Kometen gehandelt haben, sondern eigentlich um ein besonderes Licht. Und da glaube ich, dass das, was Ellen White hier beschreibt, dass das eine Engelschar gewesen sein konnte, die hier dieses Licht von sich gegeben hat. Und die hier als ein Licht über diesem Hause zu finden waren, in das dann die Weisen gekommen sind. Schauen wir uns in diesem Zusammenhang auch noch einmal die Geschichte in Lukas an, ein anderes Wunder, das da in Bethlehem geschehen ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieses Licht über dem Hause, in dem die Weisen gegangen sind, dass da drüber gestanden ist, dass das nur von den Weisen gesehen worden ist. Das musste doch auch von anderen Menschen in Bethlehem gesehen worden sein. Das ist für mich ein Hinweis, dass Gott hier nicht durchaus ein Wunder getan hat, dass mehr Menschen in Bethlehem, so viel als möglich Menschen in Bethlehem, auf dieses besondere Haus und auf dieses besondere Kind, das da geboren wurde, aufmerksam werden. Lukas Kapitel 1, gehen wir einige Wochen vor dem Besuch der Weisen, da wird Jesus geboren, da sind die Hirten auf dem Feld, und da steht im Lukas Kapitel 2, Vers 9, oder Vers 8, ja, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts die Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und die Engel sprachen zu ihnen: Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Die bekannte Geschichte. Achtet auch hier, da ist davon die Rede, dass die Klarheit des Herrn um sie leuchtete. Und das ist das, was auch Ellen White in ihrem Buch schreibt, dass hier Bethlehem eigentlich von einem Licht umflutet war, die Höhen von Bethlehems. Die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Das muss man sich vorstellen, mitten in der Nacht von Bethlehem, wo normalerweise keine Lichter da sind, irgendwo ein hell strahlendes Licht. Das konnte nicht verborgen bleiben, wenn sowas dort geschehen ist auf den Höhen von Bethlehem, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Nacht in Bethlehem vollkommen unbemerkt geblieben ist. Und als dann die Hirten noch in die Stadt liefen und in das Dorf gingen und versuchten, dieses Haus zu suchen, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da keine Leute aufmerksam geworden sind auf dieses Licht, das da um Bethlehem geschienen hat. Und auch der Chor der Engel, nicht? Die werden ja nicht irgendwo einen leisen Chor gesungen haben, sondern es wird ein lauter Chor gewesen sein. Das sind alles Hinweise, aus denen man schlussfolgern kann, dass Gott hier die Geburt Jesu, die er jahrhundertelang angekündigt hat, nicht im Geheimen geschehen lassen wollte, sondern es sollte so geschehen, dass so viele als mögliche Menschen darauf aufmerksam werden.
Und wenn wir haben auch hier die Botschaft der Hirten, die ausgebreitet wird. In Lukas Kapitel 2, da heißt es jetzt, als sie das Kind gesehen haben, im Vers 17, da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt haben. Also man muss sich fragen, die Hirten waren hier buchstäblich die ersten Missionare, die durch Bethlehem gegangen sind. Und überall, wo sie hingekommen sind, man muss sich das vorstellen, die haben ja was erlebt in dieser Nacht. Und das Kind, das dort geboren wurde, und wo sie dann aufmerksam geworden sind, der Engel hat ihnen gesagt, dass dieses Kind eigentlich der Heiland ist, der Christus, der Herr in der Stadt Davids. Das haben die nicht für sich behalten, das haben sie ausgebreitet. Aber die Frage stellt sich nach diesen Wundern, die da geschehen sind in Bethlehem, hier zum Zeitpunkt der Geburt, und als dann die Weisen im Morgenland, die Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem gekommen sind, da kann doch niemand glauben, dass das im Verborgenen geschehen ist. Wenn Jerusalem aufgeschreckt war, ja wie dann erst Bethlehem? Wo so viel, dass eine kleinere Stadt war, da musste diese Suite der Weisen dort noch mehr aufgefallen sein, so dass es nicht verborgen geblieben sein konnte, dass was da in diesem Haus, in das sie dann gingen, was das für ein Kind drinnen ist. Die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, war, was haben die Weisen mit diesen Wundern getan, die sie gesehen haben? Haben die diese Wunder, die sie selbst erlebt haben mit dem Stern, mit der ganzen Reise nach Jerusalem und dann der Stern, der sie von Jerusalem nach Bethlehem begleitet hat und das Kind, das sie dann gefunden haben und die werden dort bei Maria und Josef wahrscheinlich auch einige Zeit geblieben sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Maria und Josef nicht auch ihre Geschichte erzählt haben werden. Maria hat ja auch etwas erlebt, nicht? Der Engel, der erschienen ist, der ihr angekündigt hat, dass sie einen Sohn gebären wird. Also wenn die Weisen bis dorthin noch nicht die richtige Sicht, die richtige Vorstellung von diesem Kind da hatten vielleicht, dann haben sie spätestens sicherlich von Maria und Josef diese Geschichte noch gehört. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Maria von Gott erwählt worden ist als eine Frau, die bereit ist, den Messias aufzunehmen in ihrem Schoß. Das war ja ein gewaltiger Glaubensakt. Und dass sie dann irgendwo diese ganze Geschichte, wie sie dazu kam, für sich behalten hat und niemandem davon berichtet hat. Und diese Weisen, von denen sie ja wissen mussten, dass Gott sie dorthin geführt hat, die werden ihnen ja auch ihre Geschichte vom Stern erleben. Erzählt haben, den sie dort im Morgenland gesehen haben und wie Gott ihnen durch den Geist und durch vielleicht durch einen Traum und Vision geholfen hat, dieses Kind jetzt zu finden. Da muss ja ein freudiger Austausch gewesen sein zwischen Maria und Josef und den Weisen hier und dass diese Geschichten, die da stattgefunden haben, einander erzählt haben. Aber da gab es ja auch noch eine andere Geschichte, ein Zeichen, das geschehen ist. Im Zusammenhang nicht nur im Zusammenhang mit der Geburt Jesu, sondern auch im Zusammenhang mit der Geburt des Johannes des Täufers, des Wegbereiters. Deiner Geburt gingen ja auch Wunder voraus, ein besonderes Wunder, als der Engel Gabriel, wie wir es im Lukas-Evangelium lesen, dem Zacharias im Tempel erscheint. Ellen White schreibt hier auch im Zusammenhang mit dieser Zeit vor der Geburt Jesu und im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf die Geburt Jesu, dass Engel in das Land gekommen sind, um zu sehen, wie die Menschen sich in diesem Lande vorbereitet haben und wie sie dann auch auf diese Wunder geachtet haben. Und offensichtlich sind all diese Wunder und diese Zeichen, die da geschehen sind in Jerusalem und in Bethlehem, vollkommen unbeachtet geblieben. Wir lesen nirgends im Neuen Testament, dass irgendwo von den Juden diese Zeichen beachtet worden wären. Also es ist eine sehr bemerkenswerte Geschichte. Gott hat aber hier besonders im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Johannes des Täufers ein großes Wunder getan. Denn als der Engel Gabriel dort in dem Tempel erscheint,
dann wird uns natürlich hier berichtet, dass es zunächst, dass es nur der Zacharias war, der gerade im Heiligtum war und dort sein Räucheropfer gebracht hat und dann dieser Engel dort erschienen ist und ihm angekündigt hat, dass er seinen Sohn gebären wird, ja, diesen Johannes, der Elia, der im Geist und in der Kraft des Elia vorausgehen wird. Und dann hat der Zacharias etwas gezweifelt. Und lesen wir dann die Geschichte von Vers 18 weiter. Und da heißt es, und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und mein Weib ist betagt. Woran soll ich das erkennen, dass das stimmt, was du mir da sagst, nicht? Aber Johannes hat diesen Engel jetzt dir geprüft, ob das überhaupt ein wirklicher Engel ist, der ihm hier in seiner hochbetagten Frau und erst schon hochbetagt ein Kind ankündigt. Der Engel antwortet und sprach zu ihm, im Vers 19, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden, dass ich dir solches verkündigte. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können, bis auf den Tag, da dies geschehen wird, darum, dass du in meinen Worten nicht geglaubt hast, welches soll erfüllt werden zu ihrer Zeit. Also wenn man das so liest, bekommt man den Eindruck, Gott hat hier den Zacharias jetzt für seinen Unglauben bestraft, indem er ihn einfach stumm gemacht hat. Er konnte plötzlich nicht mehr reden. Und das mitten in seinem Dienst, in dem er im Tempel war, während des Räucherns, nicht, verstummt er plötzlich und kann nicht mehr reden. Eine Strafe Gottes könnte man meinen. Aber, der Zacharias wird das auch wahrscheinlich so erlebt haben, er wird das so empfunden haben, dass er jetzt hier für seinen Unglauben, den er zum Ausdruck gebracht hat, bestraft wird. Stumm sein. Man muss sich in diese Person hineinversetzen. Jetzt ist er als Priester da drinnen und während seines Dienstes verstummt er. Das Volk aber, jetzt steht es draußen, das Volk wartete auf Zacharias und verwunderte sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Wahrscheinlich war der Zacharias hier irgendwo verwirrt und hat gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht reden, soll ich da jetzt hinausgehen zum Volk? Ich kann mir vorstellen, dass der in eine höchste innere Not gekommen ist. Natürlich hat das Gespräch wahrscheinlich einige Zeit gedauert mit diesem Engel. Jedenfalls, früher oder später musste er doch aus dem Tempel hinausgegangen sein und das steht auch hier im Vers 22. Und da er herausging, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er ein Gesicht gesehen hatte im Tempel und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, da die Zeit seines Dienstes um war, ging er heim in sein Haus. Das heißt, der Zacharias hat offensichtlich nicht gleich seinen Dienst verlassen, nachdem er gemerkt hat, dass er stumm ist, sondern er ist noch weitere Tage im Tempel geblieben, bis seine Ablöse gekommen ist. Denn die Priester haben in einem Abstand von 14 Tagen, aus alttestamentlichen Zusammenhängen kann man das erkennen, dass so alle 14 Tage ein Wechsel der Priesterordnung gemacht worden ist. Und jetzt überlegt einmal, da verstummt ein Priester. Er konnte also diese Geschichte vom Engel gar nicht richtig erzählen. Aber es ist möglich, dass ein stummer Priester vielleicht ein größeres Wunder war und ein größerer Anlass war, dass diese Geschichte, die sich dort im Tempel abgespielt hat, jetzt unter den Juden bekannt wird. Und nicht nur im jüdischen Volk, sondern diese Geschichte musste vor allen Dingen im Tempel, dort wo die Priester Dienst gemacht haben, bekannt geworden sein. Man muss sich da hineinversetzen, ein Priester, der hier unter vielen anderen Priestern Dienst tut, der verstummt dort drinnen und ist einige Tage stumm, während er so auch seinen Dienst weiterführt. Ja? Und er bleibt stumm, so lange, 9 Monate lang, so lang, bis der Sohn geboren wird, denn das ist ihm angekündigt worden. Und dann, als der Sohn geboren wird, das ist dann in Lukas Kapitel 1, da steht hier ab Vers 9 und Vers 57, ja, und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte und freuten sich mit ihr. Und es begab sich am 8. Tage, da kamen sie zu beschneiden das Kindlein und hießen es nach seinem Vater Zacharias. Aber seine Mutter antwortete und sprach: Mitnichten soll er, sondern er soll Johannes heißen.
Und sie sprachen zu ihr, ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt? Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen wollte. Und er forderte ein Täflein und schrieb, er heißt Johannes. Und sie verwunderten sich alle. Und alsbald war sein Mund und seine Zunge aufgetan und er redete und lobte Gott. Über diese Geschichte kann man so drüber hinweggehen und sie so einfach so lesen, ja, und sich da nichts weiteres dabei denken. Aber wenn wir uns da bewusst machen, dass hier ein außergewöhnliches Wunder geschah, durch das Gott absolut haben wollte, dass die ganze Priesterschaft in Jerusalem von dieser Geschichte erfährt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch einen Priester und auch der hohe Priester, nicht? Es hat ja auch einen hohen Priester gegeben zu dieser Zeit, damals vielleicht sogar zwei, was ja nicht die Ordnung Gottes war, aber auch der hohe Priester musste ja davon erfahren haben, musste das mitbekommen haben, dass dieser Zacharias da drinnen verstummt und die Geschichte dann musste bekannt geworden sein, dass das wegen seinem Sohn war und dass dieser Sohn ein besonderer Gesandter Gottes sein soll, der dem Herrn den Weg bereiten sollte. Also wenn wir das von der Seite sehen, dann ist das, was ich gemeint habe in meiner Einleitung, dass wir uns heute mit den Wundern beschäftigen wollen, die Gott getan hat, vor und im Zusammenhang mit der Geburt des Johannes des Täufers und mit der Geburt Jesu. Und zwar Wunder, die dazu führen sollten, dass dieser Eintritt und dieses Auftreten des Johannes des Täufers, des Wegbereiters, aber auch Jesus, dass das nicht im Geheimen geschieht. Und, sondern dass das für erkennbar wird und dass, dass Gott besonders im Tempel angefangen hat, diese Wunder zu tun, dass gerade die Priester, die Führer des Volkes, die geistlichen Führer, die Gelegenheit haben, sich auf diese Geburt des Kindes, des Johannes des Täufers und auch auf den, den er dann den Weg bereitet, vorbereiten sollte. Also ein größeres und ein besseres Wunder hätte Gott gar nicht tun können. Es hat hier offensichtlich ein stummer Priester lauter geredet und ein besseres Zeichen von sich geben können und mehr verständlich machen können, als einer, der sprechen konnte. Das ist die Weisheit Gottes. Ich sehe dahinter einfach die Weisheit Gottes, wie er Wunder tut, sind Wunder, die wir uns ganz anders vorstellen, die er tun müsste, als er sie immer wieder getan hat. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und unsere Gedanken sind nicht seine Gedanken. Ja? Das bedeutet, und ich kann mir vorstellen, dass auch die Weisen durch Maria und Josef, die ja auch diese Geschichte gekannt haben, und Maria und Josef waren eine Verwandte zu Zacharias und Elisabeth, dass die irgendwo diese Geschichte auch mit den Weisen möglicherweise geteilt haben mochten. Auch diese Geschichte von Johannes dem Täufer, dieses Wunder, das heißt ja hier im Kapitel, Lukas Kapitel 1, Vers 65, und es kam eine Furcht über alle Nachbarn und diese ganze Geschichte von Zacharias, dieses Wunder und das da geschehen war, ward kund auf dem ganzen Gebirge Judäas. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was meinest du, will aus dem Kindlein werden, denn die Hand des Herrn war mit ihm. Auf dem ganzen Gebirge Judäa, das heißt in dieser ganzen Umgebung Judäa, und wenn ihr das auf der Landkarte anschaut, dann ist dieses Gebirge Judäa, am Fuße dieses Gebirge Judäa, liegt aus Bethlehem. Das heißt, die ganze Gegend um Bethlehem dürfte wohl auch erfahren haben, was sich dort im Tempel von Jerusalem mit Zacharias abgespielt hat und dass er ein besonderes Kind bekommt, dass dieses Kind der ist, der angekündigt war durch die alttestamentlichen Propheten. Also Gott hat hier alles getan, dass das nicht im Verborgenen geschieht. Aber meine Frage jetzt am Schluss, die ich noch stellen möchte, ist die, was haben die Priester mit allen diesen Wundern getan? Was haben die Weisen mit all diesen Wundern getan? Denn die haben das vieles davon erlebt. Was haben die Hirten mit den Wundern getan, die sie erlebt haben dort in Bethlehem? Man liest von all denen nichts mehr. 30 Jahre sind dann vergangen und eigentlich wollte Gott, dass durch diese Wunder beide Kinder von den Juden, von den geistlichen Führern des Volkes besonders beobachtet werden, dass sie Interesse an ihnen gewinnen und schauen, was wird aus diesen Kindern.
sowohl aus Johannes des Täufers als auch aus Jesus, auf den der Johannes des Täufers, der Täufer dann hinweisen wollte. Das heißt, Gott hat hier ein größeres Wunder bei der Geburt des Johannes des Täufers getan, kann man fast sagen, als so nach außen hin, als bei der Geburt Jesu. Das sollte auch ein Element der Vorbereitung sein. So sollten die Menschen aufmerksam werden auf das Kind, das dann in Bethlehem geboren wurde. 30 Jahre später treten beide, sowohl Johannes der Täufer an den Jordan und Jesus, der dann an den Jordan kam. Jesus wächst auf in Nazareth, Johannes der Täufer in Judäa, da irgendwo unten in Bethlehem wahrscheinlich, in dieser Gegend, wo Zacharias und Elisabeth gelebt haben, im Gebirge Judäa. Und dann treten sie auf und sind völlig unbekannt. Niemand hat in diesen 30 Jahren offensichtlich ihre Geschichte weiterverfolgt. Und es ist sehr bemerkenswert, auch Ellen White schreibt darauf hin, dass eigentlich damit, dass Bethlehem schon nicht auf dieses Kind geachtet hat, die Verwerfung Jesu und die Verwerfung des Johannes des Täufers eigentlich schon damit begonnen hat. Wir wissen, dass dann auch in Bethlehem ein großes Unheil passiert ist. Nachdem die Weisen ja den Herodes nicht mehr informiert haben und nicht mehr zurückgegangen sind nach Bethlehem, hat der Herodes noch wahrscheinlich eine Zeit lang gewartet und dann hat er seinen Plan ausgeführt. Er hat sich wahrscheinlich hintergangen gefühlt und ist dann losgezogen und hat dann dieses furchtbare Gericht über Bethlehem gebracht. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, wie konnte Gott sowas zulassen? Und jeder, der diese Geschichte von Kindermord in Bethlehem liest, der wird sich die Frage stellen, wie konnte Gott das zulassen? Unschuldige Kinder, die hier umgebracht werden. Ein furchtbares Gericht, das über Bethlehem gekommen ist. Und ich habe da auch hier einen interessanten Text gefunden bei Ellen White, wo sie auf diese Geschichte eingeht. Und wo sie sagt, dieses Unheil, das Herodes über Bethlehem gebracht hat, hatten die Juden selbst über sich gebracht. Wären sie gläubig und demütig vor Gott gewandelt, dann hätte er in sehr deutlicher Weise dem Zorn des Königs wehren können. Doch sie hatten sich durch ihre Sünden von Gott getrennt und den Heiligen Geist, ihren eigenen Schutz, verworfen. Sie hatten die Schrift nicht studiert, in dem Verlangen, dem Willen Gottes nachzukommen. Sie hatten lediglich nach Weissagungen gesucht, die sich für sie günstig auslegen ließen und dafür zu sprechen schienen, dass Gott alle übrigen Völker verachte. Stolz hatten sie damit geprahlt, dass der Messias als König kommen, seine Feinde besiegen und in seinem Zorn die Heiden zerstampfen werde. Das war ihre Vorstellung, ja, die sie hatten. Doch war der Hass ihrer Herrscher hervorgerufen worden. Dadurch war der Hass ihrer Herrscher hervorgerufen worden. Vor allem aber hatte Satan die Juden zu einer solchen falschen Darstellung der Sendung Christi verleitet, in der Absicht, den Untergang des Heilandes herbeizuführen. Nun aber fiel alles auf ihr eigenes Haupt zurück. Zunächst nur mal in Bethlehem. Und man muss sich die Frage stellen, Bethlehem war die erste Stadt, die also durch diese Wunder, die dort geschehen sind, durch die Hirten, durch das Licht über Bethlehem, der Chor, der dort in Bethlehem nicht ungehört gewesen sein konnte, die Weisen, die dort geschienen sind und die Kunde dort bekannt gemacht haben mussten. Ja? Maria und Josef, wo dann plötzlich dieses Kind vor dem Mord, vor dem Kindermord, plötzlich weg war. Und man wusste, dieses Kind ist dem Schicksal entkommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bekannt geblieben ist, dass Maria und Josef, die waren ja aus Nazareth, die sind ja dort ursprünglich aus dieser Stadt gekommen, deshalb mussten sie auch in diese Stadt ihre Eintragung machen. Also waren da Bekannte, waren da Nachbarn dort, die sie gekannt haben. Und irgendwo musste diese Geschichte auch bekannt gewesen sein, dass sie von diesem Schicksal durch ein Wunder Gottes befreit worden sind. Gott hat hier sicher viele Wunder auch für Bethlehem getan. Und wir lesen nirgends, dass nur einer in Bethlehem war, der irgendwo auf dieses Kind geachtet hätte.
Offensichtlich, ich kann nur sagen, ich bin schon sehr neugierig. Wenn uns der liebe Gott die Möglichkeit schenkt, dass wir mal in seinem Reich sein dürfen, dann möchte ich gerne diese wahre Geschichte über Bethlehem noch hören. Was hat sich dort wirklich abgespielt? Was ist aus den Weisen geworden? Was ist aus den Hirten geworden? Warum ist hier nirgendwo etwas beschrieben, dass sie weiter treue Zeugen Gottes geblieben sind? Haben sie das Evangelium dann weiter verkündigt, diese Botschaft von der Geburt Jesu? Jedenfalls 30 Jahre später taucht Jesus und Johannes der Täufer in einer Wüste auf und in Unbekanntschaft. Und trotzdem haben sie ein großes Werk vollbracht. Aber die Wunder, die dem vorausgegangen sind, sind schon nicht beachtet worden. Und dann die Wunder, die dann auch zu ihren Zeiten geschehen sind, auch nicht beachtet worden. Man hat letztendlich beide verworfen. Und da kommen wir auf den Text zurück, den wir das letzte Mal schon erwähnt haben in Matthäus 11, wo Jesus dann gesagt hat, dem Himmelreich ist Gewalt angetan worden. Und die Gewalt, die uns getan haben, die reißen es weg und die haben es weggerissen. Und so kam eigentlich das Reich Gottes, das zu ihnen kommen sollte. Der König des Reiches Gottes kam zu ihnen. Und all die Wunder, die damals geschehen sind, wurden nicht wahrgenommen, wurden falsch interpretiert und wurden letztendlich gegen Johannes dem Täufer und gegen Jesus ausgelegt. Ist das nicht eine tragische Geschichte, wenn wir das betrachten? Könnte es sein, dass sich diese Geschichte auch vor dem zweiten Kommen Jesu in ähnlicher Weise abspielen wird, dass Gott auch zu dieser Zeit seinen Wegbereiter vorbereitet, seinen Wegbereiter sendet, den Elia, und der Messias das zweite Mal kommen wird und Zeichen und Wunder geschehen werden, die von Menschen nicht beachtet werden. Und wir müssen uns fragen, gibt es nicht heute genügend Zeichen und Wunder? Damals war es noch möglich, dass die Menschen, die diese Zeichen, die bei der Geburt Jesu geschehen sind, oder die Zeichen, die dann zur Zeit Jesu geschehen sind und zur Zeit des Johannes des Täufers geschehen sind, dass sie selbst nach seiner Kreuzigung ihn noch annehmen konnten und ihr Leben noch mit Gott ins Reine bringen konnten. Aber die Zeit, die vor uns liegt, wird eine Zeit sein, wo die Menschen, wenn sie die Zeichen nicht beachtet haben werden, keine zweite Chance mehr bekommen werden und keine Möglichkeit mehr der Umkehr haben, wenn sie nicht die deutlichen Zeichen beachten und die deutliche Botschaft, die verkündigt wird, beachten und ihr Leben danach ausrichten. Möge Gott uns helfen, dass wir aus dieser Geschichte vor dem ersten Kommen Jesu im Zusammenhang mit dem ersten Kommen Jesu, mit der Wegbereitung des ersten Kommen Jesu, die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Und wir werden uns das nächste Mal in unserem Thema mit der Frage weiter beschäftigen, welche konkreten Folgen hat es ab dem Zeitpunkt, wo Johannes der Täufer verworfen wurde und wo dann Jesus verworfen wurde, welche weiteren Folgen hatte dann diese Verwerfung, der Tod beider großen Gottesmänner für das Volk Israel und für die weitere Weltgeschichte. Wir sind ja nur gewohnt, über den Segen des Kreuzes Jesu zu sprechen und den Segen des Todes Jesu zu sprechen, aber wir reden kaum einmal darüber, welcher Unsegen, welcher Fluch, welches Unheil der Tod Jesu und die Kreuzigung Jesu und die Verwerfung Jesu durch das jüdische Volk das Volk und über die Welt gebracht hat. Und darüber sollten wir auch den Mut haben zu reden. Und das wollen wir das nächste Mal tun in unserem Thema, das wir uns vornehmen wollen am nächsten Donnerstag. Damit möchte ich den Abend heute abschließen. Geht die Gedanken für euch weiter durch. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, lasst es mich wissen. Und ja, ich merke, dass ich heute keine Chat-Informationen habe, das offensichtlich bei mir nicht funktioniert oder keine Ahnung. Ich sehe keine Namen auf meiner Chatliste oder irgendwelche Kommentare.
Aber sollte irgendwas doch gegeben worden sein, ich kann es jetzt nicht lesen, aber vielleicht könnt ihr mir das per E-Mail dann schicken, falls es irgendwo welche Überlegungen oder Fragen gibt. Sonst möchte ich euch einladen, dass wir noch abschließend ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für diese Zeit, die du uns wieder geschenkt hast, dass du uns durch dein Wort geleitet hast. Danke, dass wir diese Geschichten auch im Nachhinein noch erfahren dürfen, dass wir erkennen dürfen, wie wunderbar du den Plan, den du ausführen wolltest, von deiner Seite her geführt hast, das Zeichen und Wunder geschehen lassen durch die ganze Geschichte deines Volkes und immer wieder sind diese Wunder verkannt worden oder nicht beachtet worden. Du hast alles getan, um dein Volk wirklich zu erlösen von all dem Leid, in den es immer wieder gekommen ist. Und bis auf den heutigen Tag erleben wir die Spuren dieser Ablehnung, die Spuren des Ungehorsams und die Zeichen der Ablehnung deines Erlösungsgeschehens, deines Erlösungsplanes. Herr Jesus, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir nicht zu denen gehören, die auch heute von dir nichts wissen wollen und dich ablehnen und auf deine Botschaft und auf deine Zeichen nicht achten. Vergib uns, wenn wir auch in der Vergangenheit manche Dinge nicht richtig gesehen haben, sondern hilf uns, dass wir das verändern, was zu verändern ist in unserem Leben und dass wir mehr und mehr danach trachten, dass wir so leben, wie du es von uns haben möchtest. Du bist in diese Welt gekommen, auch um uns ein Vorbild zu geben, um den Menschen zu zeigen und ihnen die Wahrheit zu verkündigen und ihnen den Weg zum Himmelreich zu weisen. Hilf, dass wir uns an diesen Wegweiser halten und dass wir tagtäglich auch dir zu Ehren unser Leben gestalten und auch das weitergeben, was du für uns vorgesehen hast. So loben wir und preisen wir dich für deine Gnade und für deine Liebe, mit der du uns auch weiterhin begleiten möchtest. In Jesu Namen. Amen. Gut, ich verabschiede mich also wieder über diesen Weg. Möge Gott euch segnen und so es sein Wille ist, wollen wir uns das nächste Mal wieder hören und wieder sehen. Ihr mich, ich leider euch nicht so. Gott segne euch und schenke euch noch einen gesegneten Abend und vor allen Dingen ein gesegnetes Jahr, in das wir hineingegangen sind. Also, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.